Die 17 Uhr heute Sendung wird Sie jetzt über alles Weitere informieren. Ich fasse ganz kurz zusammen, was vorgestern keiner für möglich gehalten hätte, ist eingetreten. Die Zwillingstürme des World Trade Center in New York sind beide zusammengebrochen. Man muss befürchten, dass Tausende von Menschen in ihnen ums Leben gekommen sind. Es gibt auch Flugzeuganschläge auf das State Department in Washington sowie auf das Verteidigungsministerium, das Pentagon, direkt vor den Toren von Washington. Alles Weitere in vielen weiteren Informationssendungen des ZDF, zunächst in den Nachrichten der Heute-Redaktion. Auf Wiedersehen. Nicht kommunizieren. Große Hochachtung, Steffen. Achtung. Es sind Bilder des Terrors. New York vor 2 Stunden, das World Trade Center in Flammen, gezielt von Flugzeugen gerammt. Die Ereignisse überschlagen sich. Auch auf das Pentagon wird ein Anschlag verübt. Vor dem Außenministerium explodiert eine Autobombe. Darüber, wie viele Tote und Verletzte es gegeben haben könnte, kann man nur spekulieren. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Entsetzen, Fassungslosigkeit, tiefer Schock. Die USA sind am Nachmittag Ziel mehrerer Terroranschläge geworden. Die Zahl der Toten könnte möglicherweise in die Zehntausende gehen. Angefangen hatte die verheerende Serie in New York. Innerhalb weniger Minuten stürzten 2 Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Beide Bürotürme sind inzwischen zusammengebrochen. Um 16.30 Uhr fiel auch der 2. Turm des World Trade Centers in sich zusammen. Nichts ist mehr in New York, wie es einmal war. Rund 40.000 bis 50.000 Menschen arbeiteten in den beiden Bürotürmen. Die Behörden gehen mittlerweile von tausenden Toten oder Verletzten aus. Innerhalb von 18 Minuten waren am frühen Nachmittag 2 Flugzeuge in das World Trade Center gerast. Eine der Maschinen, eine Boeing 767 der American Airlines, die offenbar vorher entführt worden war. Präsident Bush wandte sich erschüttert an die Nation und sprach von einer nationalen Tragödie. Man gehe von einem Terroranschlag aus und werde die Schuldigen zur Verantwortung ziehen. Zunächst waren Palästinenser hinter dem Anschlag vermutet worden. Der Führer der DLFP, einer palästinensischen Befreiungsorganisation, stritt dies allerdings ab. Seine Organisation trage keine Verantwortung. Auch die Hamas weist Verantwortung zurück. Augenzeugen berichten, meine Kollegin hat das Flugzeug kommen sehen. Dann sprangen die Menschen reihenweise aus den Fenstern. Nahezu sämtliche Rettungskräfte in New York und Umgebung sind im Einsatz. Die Stadt steht unter Schock. Die Reihe der Terroranschläge in den USA war mit den Explosionen in New York nicht beendet. Kurz darauf wurde auch Washington von schweren Anschlägen erschüttert. Das Pentagon steht in Flammen und ist auch zum Teil zusammengebrochen. Auch hier stürzte ein Flugzeug gezielt in das Gebäude des US-Verteidigungsministeriums. Angeblich ist ein weiteres entführtes Flugzeug in das Pentagon gerast. Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist vermutlich eine noch große Maschine vom Typ Boeing 767 abgestürzt. Weitere Einzelheiten dazu sind bislang nicht bekannt. Ein großes Flugzeug durch das Pentagon pflügte, so beschrieb es ein Augenzeuge. Dicker Rauch über dem Herz des amerikanischen Militärs, dem Pentagon, ein wenig außerhalb von Washington. Immer wieder gibt es Explosionen in dem 5-stöckigen Gebäude, in dem 23.000 Menschen arbeiten. Wie viele Detonationen es genau waren, weiß man nicht. Teile des 5-eckigen Gebäudes stehen sofort in Flammen. Einsatzkräfte rasen herbei und versuchen, den Brand zu löschen. Inzwischen sind Teile des Gebäudes in sich zusammengestürzt. Die Wiesen vor dem Komplex gleichen einem Schlachtfeld. Überall liegen Verletzte, die versorgt werden. Und gerade eben wieder eine Warnmeldung. Ein weiteres Flugzeug rast auf das Pentagon zu, so das FBI.
Doch das Pentagon bleibt nicht das einzige Gebäude, das in Washington getroffen wird. Vor wenigen Minuten explodierte vor dem Außenministerium eine Autobombe. Bilder davon gibt es nicht. Das Weiße Haus, der Regierungssitz des US-Präsidenten und zahlreiche Bürogebäude wurden evakuiert. Denn keiner will weitere verheerende Explosionen in Washington ausschließen. Ein unvorstellbares Horrorszenario, eine konzertierte Terrorinszenierung mit entsetzlichen Ausmaßen. Ziel, das Herz der USA. Udo van Kampen in New York, was weiß man, was wissen Sie bisher über die Hintergründe, über Motive? Wir sind ja alle mehr oder weniger paralysiert und spekulieren. Ja, paralysiert sind wir hier auch. Das ist wirklich ein Super-GAU und die ganze Stadt steht unter einem totalen Schock. Und die neueste Meldung ist, dass praktisch die Südspitze, die wir sehen hier den Rauch, die gesamte Südspitze von Manhattan soll evakuiert werden. Und wir hatten ein Kamerateam und Mitarbeiter unten und ich darf Ihnen kurz eine Mitarbeiterin vorstellen. Sie ist vor 2 Minuten hier ins Studio gekommen, Julie von Kessel. Und sie, Julie, sagt, was hast du gesehen? Ihr habt gesehen, wie praktisch das zweite Gebäude zusammengestürzt ist. Wir kamen unten an, beide Gebäude standen noch, beide Gebäude haben gebrannt, Menschen sind rausgesprungen, Leute kamen und ins Gegend gerannt und die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen, Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen. Als ich einen O-Ton geholt habe, ich habe jemanden befragt, einen Zeugen, brach im Hintergrund das erste Gebäude auseinander. Es war wahnsinnig laut, es war so laut, wie als wäre noch ein Flugzeug reingeflogen und auf einmal in Sekundenschnelle waren wir alle in brennendem Rauch und Asche eingehüllt und sind einfach nur um unser Leben gerannt. Zum Glück sind Sie heil zurückgekommen. Wie gesagt, die ganze Stadt steht unter einem totalen Schock. Alle Verbindungen von und aus der Stadt sind abgeschnitten. Alle Flugverbindungen, alle Brücken, alle Tunnels geschlossen. Soweit der erste Situationsbericht aus New York. Dankeschön, Udo van Kampen. Wir kommen gegebenenfalls zu Ihnen zurück, wenn Sie mehr uns mitteilen können. Der zweite Großangriff galt ja Washington. Stefan Hallmann in Washington. Wir versuchen, den Kollegen nun auch zu schalten. Ich frage die Regie. Die Leitung steht nicht. Dann gehen wir weiter nach Israel. Sehr verehrte Zuschauer, zunächst hatte sich eine radikale Palästinensergruppe zu dem Anschlag auf das World Trade Center ja bekannt, was dann wieder dementiert wurde. Wir haben das im Beitrag gesehen, Alexander von Sobeck in Tel Aviv. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Palästinenser dennoch die Drahtzieher sind? Ja, es gab ja diesen Bekenneranruf beim Fernsehen von Abu Dhabi. Danach hatte sich eine Palästinenserorganisation mit dem Namen Demokratische Front für die Befreiung Palästinas zu dem Anschlag bekannt. Aber dieser Chef der Organisation hat sich aus Damaskus gemeldet und bestritten, dass seine Gruppe dafür verantwortlich ist. Er sagte wörtlich, wir haben nichts mit dem Attentat zu tun, absolut nichts. Und wenn man sich heute diese apokalyptischen Bilder anschaut, dann ist es jedenfalls nicht die Handschrift der Palästinenserorganisationen, die hier in Israel operieren. Hier hatten wir es bisher immer mit Schießereien und selbstgebauten Bomben zu tun. Aber was heute in Amerika passiert ist, das war generalstabsmäßig geplant. Und ich erinnere mich an eine Ankündigung des Terroristenchefs Bin Laden vor einigen Wochen, der gesagt hatte, er werde Israel und Amerika mit Terror von unbekanntem Ausmaß überziehen. Aber alle Versuche jetzt, die verantwortlichen Drahtzieher zu finden, bleiben im Bereich der Spekulation. Wie schätzen Sie das als unser Nahostkorrespondent ein? Warum ausgerechnet jetzt und warum die USA? Auch hier nochmal zu den Reaktionen im Südlibanon, in den palästinensischen Flüchtlingslagern und auf der Westbank sind die Anschläge heute bejubelt worden. Dort ist die Enttäuschung über Amerika riesengroß, weil sich die Bush-Regierung bisher fast völlig aus diesem Konflikt herausgehalten hatte. Der Auszug der Amerikaner und der Israelis aus der Rassismuskonferenz in Durban, wo sich die arabischen Staaten versucht hatten, eine harte Verurteilung Israels zu erreichen. Die ist gescheitert und das hat vielleicht noch ein Übriges getan. Aber die Anschläge heute überschreiten so völlig jedes Vorstellungsvermögen, dass ich befürchte, dass die Amerikaner jetzt gar nicht mehr anders können, als sich massiv militärisch in diesen Konflikt einzumischen. Dankeschön nach Israel. Und bei mir im Studio Dietmar Ossenberg, Leiter unserer Auslandsabteilung mit langjähriger Erfahrung. Herr Ossenberg, ich darf das mal so sagen, im islamischen Bereich. Wenn wir uns vorstellen, was zu einer solchen Mammut-Terroraktion an Logistik, an Geld, an in Anführungszeichen Power gehört, wem trauen Sie das überhaupt zu? Eigentlich keiner der bekannten Gruppen, auch nicht eben dem viel zitierten Ibn Laden mit seinem Hauptquartier in Afghanistan. Obwohl wir wissen, dass er in den vergangenen Jahren ein weltumspannendes Netz aufgebaut hat,
Aber wir müssen jetzt wirklich davon ausgehen, dass die islamisch-terroristischen Gruppen in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, ein weltumspannendes Netz aufgebaut haben, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Eine Tatsache, von der wir eigentlich geglaubt haben, dass es nicht möglich sein würde, weil diese Gruppen teilweise untereinander auch viel zu zerstritten sind. Aber das, was sich heute ereignet hat, deutet darauf hin. Es hat in den letzten Wochen, Monaten direkte Warnungen gegeben, übrigens der gemäßigten arabischen Regierungen, zum Beispiel in Jordanien, zum Beispiel in Ägypten, die Amerikaner davor gewarnt haben, dass wir vor einer solchen großen Offensive des Terrors stehen und dass eben Amerika eines der Hauptanschlagsziele sein würden. Und dieses hat sich ja heute in schrecklichster Art und Weise bewahrt. Also möglicherweise haben sich bisher verfeindete arabische Gruppen konzertiert in ihrem Hass. Sie eint ein gemeinsames Ziel. Warum dieser extreme Hass auf die USA? Nun, dieses hat im Prinzip kennen wir dieses Phänomen ja seit vielen Jahren. Dieses offenbart sich in den Selbstmordanschlägen in Israel. Dieses offenbart sich in den Attentaten, die immer wieder auch in den Vereinigten Staaten versucht worden sind. Dieses ist letztendlich, es hat religiöse Gründe, die wollen wir hier nicht vertiefen, aber es hat natürlich etwas mit der Weltlage zu tun. Diese islamischen Gruppen wollen Israel schaden und sehen in Amerika natürlich den Hauptsponsor Israel und letztlich endlich die, ich sag mal, verantwortliche Macht dafür, dass Israel in der arabischen Region so handeln kann. Diese arabischen Regierungen bzw. Gruppen sehen Israel nach wie vor als Stachel im Fleisch und der arabischen Welt. Und wenn sie Amerika schaden, schaden sie eben vor allem auch Israel. Mhm. Herr Ossenberg, wenn hinter diesem menschenverachtenden Anschlag, hinter diesem Konvolut von Anschlägen tatsächlich islamische Radikale stehen, was bedeutet das, ganz kurze Antwort bitte, Ihrer Meinung nach für die Weltordnung? Sie hat sich seit heute verändert. Wir befinden uns im Krieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren noch von einem Friedensprozess reden können. Amerika wird massiv zurückschlagen, wenn sich herausstellen sollte, dass arabische Regierung an diesen Anschlägen mitbeteiligt waren. Und ich glaube, wir müssen uns ab heute wirklich darauf einstellen, dass sich die Weltlage dramatisch verändern wird. Dankeschön, Dietmar Ossenberg. Der zweite Großangriff galt ja Washington, Stefan Hallmann, der Kollege vor Ort, das Pentagon brennt. Wie kann das amerikanische Verteidigungsministerium in dieser Form überhaupt verletzt werden? Ja, das fragen wir uns auch, weil normalerweise vom White House wissen wir es, dass sie Flugabwehrgeschütze auf dem Dach haben, Raketen, wir wissen keine Details, aber natürlich sind diese Häuser geschützt. Es kann sein, dass es sich um ein Zufall handelt, dass dieses Flugzeug so nah herankommen konnte, weil der Flügel des Pentagon, den es getroffen hat, der ist zurzeit in Konstruktion, der wird restauriert. Also der Schaden selbst am Pentagon ist nicht so groß. Vielleicht ist deshalb dort die Aufmerksamkeit des Wachpersonals auf dieser Seite des Gebäudes nicht groß gewesen. Sind die Wunden, die den USA heute geschlagen wurden, sind die derartig, dass der Staat, dass die Regierung überhaupt noch Potenzial hat, sich zu wehren gegen diesen massiven Terror? Ich glaube schon, aber natürlich herrscht hier erst einmal das Chaos. Wir haben in Washington, der Hauptstadt, nicht diese schrecklichen Bilder wie New York mit vielen Verletzten und Toten, aber wir sehen eine Hauptstadt, die Hauptstadt der mächtigsten Nation der Welt, im Chaos. Wer immer diese Terroranschläge verübt hat, er hat erreicht, dass Amerika heute schwach aussieht. Das Weiße Haus, das Pentagon, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, das Finanzministerium werden evakuiert. Alle Regierungsgebäude, alle Leute, die dort arbeiten, werden nach Hause geschickt. In den Straßen herrschen Verkehrsstauungen. Amerika sieht heute schwach aus und das wird sich dafür wahrscheinlich bitter rächen, bei wem immer, der das angestellt hat. Das heißt, Stefan, wird die amerikanische Regierung dies als Kriegserklärung betrachten? Das ist eine Kriegserklärung und auch der Präsident hat heute Morgen, als er in Florida kurz bevor Air Force One bestieg, um sofort zurückzufliegen, ganz klar gesagt, dass wer immer das getan hat, er hat im Augenblick alles, was Amerika zu bieten hat, auf dem Hals. FBI, Secret Service, Armee, alle werden alles daran setzen, alle Dienste der Vereinigten Staaten, diese Leute, die Verantwortlichen zu fassen und hart zu bestrafen. Dankeschön, Stefan Hallmann nach Washington. Und in Berlin ist der Bundessicherheitsrat zusammengekommen unter Leitung des Bundeskanzlers. Wie Sie sich vorstellen können, verehrte Zuschauer, hat diese fürchterliche Anschlagsserie auch die Bundesrepublik Deutschland in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Ich rufe meinen Kollegen Peter Hane in Berlin. Was kann jetzt weiter konkret beschlossen werden?
Nun, zunächst einmal wird, das tut der Krisenstab des Innenministeriums, der auch gerade tagt, beschlossen, dass die öffentlichen Gebäude hier in Berlin, die amerikanischen Einrichtungen im ganzen Land, auch die Flughäfen jetzt natürlich besser und schärfer gesichert werden. Wir merken das hier in Berlin sehr deutlich. Man hört Martinshorn, sieht Blaulicht, die Polizei ist verstärkt aufgezogen, auch hier bei uns gleich nebenan, um die Botschaft der USA. Dann wird der Bundessicherheitsrat, das ist die sozusagen höchste Geheimstufe, die es gibt, tagt jetzt gerade. Hier geht es um die Sicherheit nach innen, aber auch die Frage der Sicherheit nach außen und wie man auf diesen Terroranschlag, auf diese Anschläge in den USA auch diplomatisch und politisch reagieren kann. Bundeskanzler Schröder hat für 18 Uhr eine Erklärung angekündigt. Er wird dann um 20 Uhr die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien unterrichten, auch man merkt hier dran, wie ernst die Lage gesehen wird. Schröder wird morgen im Bundestag eine Erklärung abgeben zu diesen Terroranschlägen. Der Bundestag ist ja mitten in seiner Haushaltsdebatte von diesen schrecklichen Nachrichten und Bildern erreicht worden. Berlin trägt Trauer, die Flaggen auf dem Reichstag sind sofort auf Halbmast gesetzt worden. Der Bundestag hat seine Sitzung unterbrochen, ja abgebrochen. Es ist Sicherheitsstufe 1, man merkt das sehr deutlich. Auch am Frankfurter Flughafen sind die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden. Alle Flüge nach Amerika sind abgesagt worden. Die, die bereits im Start oder in der Luft waren, sind wieder zurückbeordert oder umgeleitet worden. Es sind auch Feste, die hier zum Beispiel in Berlin geplant waren, abgesagt worden. Es ist wirklich eine Situation des Entsetzens und der Trauer. Und vor einer halben Stunde haben Bundespräsident Johannes Rau und Bundeskanzler Schröder an den amerikanischen Präsident geschrieben. Sie sprechen von Trauer, Entsetzen, von Mitgefühl. Und der Bundeskanzler Schröder hat gesagt, in dieser schweren Stunde steht Deutschland an der Seite der Amerikaner. Und er setzte hinzu, und das ist sicherlich auch ein politisches Signal, die USA können von deutscher Seite aus mit uneingeschränkter Solidarität rechnen. Peter, das heißt, die Bundesregierung befürchtet möglicherweise in Deutschland auch ähnliche Anschläge auf amerikanische Einrichtungen, auf andere? Nun, das wird offiziell sicherlich niemand sagen. Und bisher sind die Nachrichten ja so, dass sich alles auf die USA konzentriert hat. Aber man ist natürlich hier gewappnet auf alles, was kommen könnte. Vor allem die amerikanischen Einrichtungen, die in Berlin ja hochsensibel sind. Und man denke daran, dass Außenminister Fischer und damit ja auch die Bundesregierung sich sehr stark im Nahostfriedensprozess engagiert haben. Fischer wollte ja die Hauptkontrahenten hier in Berlin an einen Tisch bringen. Von daher ist Berlin sicherlich auch eine sensible Zone. Dankeschön, Peter Hane, nach Berlin. Es war nicht der erste Anschlag auf das markante New Yorker Wahrzeichen. Schon 1993 explodierte eine Bombe in der Tiefgarage des World Trade Centers. Arabische Terroristen waren damals dafür verantwortlich. Es starben 6 Menschen, rund 1000 wurden verletzt. New York, 26. Februar 1993, gegen 12 Uhr mittags hatte eine mächtige Detonation das World Trade Center schon einmal erschüttert. Rauch steigt auf, es brennt, Rettungskräfte bemühen sich um die Verletzten. 100.000 Menschen waren zur Zeit der Explosion in den Türmen. Über 1.000 werden verletzt, 6 Menschen sterben. Der Terror trifft Amerika an seiner empfindlichsten Stelle. Schon bald aber werden Verdächtige verhaftet, islamische Fundamentalisten aus dem Nahen Osten. Zu lebenslanger Haft wegen seiner Beteiligung an dem Anschlag wird wenig später auch Scheich Abdel Rahman verurteilt. Seitdem versuchen islamische Fundamentalisten immer wieder, ihn frei zu pressen. Bald aber führt die Spur des Terrors auch zu ihm. Osama bin Laden, Multimillionär aus Saudi-Arabien. Heute lebt er versteckt in Afghanistan. Er droht Amerika. Nur wenn wir euch die Särge eurer Soldaten und Zivilisten schicken, nur dann verschwindet ihr Amerikaner endlich. Seine Gotteskrieger ziehen eine Spur des Terrors durch die Welt. So sterben 1998 bei den Anschlägen auf die US-Botschaften von Dar es Salaam und Nairobi 259 Menschen. Die Zahl der Verletzten weit über 5.000. Am Horn von Afrika 2 Jahre später wieder ein Anschlag. In Jemens Hafenstadt Aden rast ein Selbstmordkommando in das US-Kriegsschiff Cole. Bei der Explosion sterben 17 amerikanische Matrosen. Viele weitere werden verletzt.
Und im Juni dieses Jahres wird der Pakistaner Yusuf wegen des Anschlages auf das World Trade Center verurteilt. Die USA befürchten neuen Terror als Antwort. Schlägen in den USA gleich im Anschluss an diese Heute-Sendung in einem ZDF-Spezial: Terrorkrieg gegen Amerika.